Ja, jetzt war das mit dem Land Rover Defender in der modernen so eine Sache. Ne? Dieses Modell hat wahnsinnig viele eingefleischte Fans, die mochten die pure Mechanik, die Steigfähigkeit, die haben dieses Auto geliebt, weil es ihnen einen riesen Grad an Freiheit geboten hat. Ich selbst war mit diesem Auto schon in Peru, schon in Namibia. I love it. Und dann, ja, letztes Jahr 2019, da kam der über Looping quasi reingefahren auf die IAA und dieses Auto ist auf einmal in der Modernen angekommen. Die Fans haben gesagt, das brauche ich doch gar nicht, die ganze Moderne, die da drin ist. Ich will den Alten wieder zurück, aber den Alten gibt es nicht mehr. Den hat man 2016 wegen dem Fußgängerschutz, den er nicht erfüllt hat, töten müssen. Und jetzt schauen wir uns heute mal zusammen den neuen Defender im Modelljahr 2020 jetzt in der Modernen an, wie er auf der D7X-Plattform steht. Wir stehen hier im Land Rover Experience Center in Wülfrath. Ich war tatsächlich noch nie hier, auch wenn ich mit den Jungs schon gefühlt in der ganzen Welt unterwegs war. Ja, jetzt bin ich hier auch mal Gast, freut mich und wir können euch hier, und das ist die wichtige Tatsache an diesem Video, einfach zeigen, wie dieses Auto hier im harten Offroad-Gelände funktioniert. Wir werden euch auch zeigen, wie auf der Straße funktioniert, aber wir machen auch unseren Job ganz solide. Ich zeige ihn euch erstmal außen, erkläre euch was zur Plattform, erkläre euch was zu den optischen Elementen. Ich werde ihn euch innen zeigen, was die Technik kann. Ich werde ihn euch auf der Rückbank im Kofferraum zeigen. Ich werde ihn euch preislich in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen, eben alles, was wir immer zusammen machen. So wie er hier steht, ist er jetzt in dem 110 Zoll Radstand da, also der lange, die 90 Zoll Variante lässt noch wohl bis Ende des Jahres, Herbst sagt man, hofft man bei Land Rover auf sich warten. Ja, er ist hier in der Ausstattungsvariante S und hat den D240 Diesel da drin. Ich bin übrigens der Jan und jetzt geht's auch los mit mir und dem neuen Defender. Ich freue mich, kommt mit. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über die Historie. Fangen wir mal bei Adam und Eva quasi an und ich kann euch sagen, den Defender, nicht den Defender, den Land Rover, den gibt es seit 1948. Denkt man immer, dass der schon Defender hieß. 1990 hat man den dann bei Land Rover, einfach weil man es produktpolitisch musste, dann natürlich in Defender umbenannt. Ja, und dieses Auto hat sich über 2 Millionen Mal verkauft. Was wirklich krass ist, 2016 war dann das Produktionsende. Ich glaube, das war so ein bisschen wie, als sich die Backstreet Boys aufgelöst haben oder die Spice Girls. Viele Engländer und weltweit Leute haben einfach geweint, weil sie dieses Auto geliebt haben, weil es ihnen viel gegeben hat, was ja an Freiheit kaum ein anderes Auto bieten kann. Ja, Verkaufsschlager. Länder waren UK, Frankreich, Deutschland, aber der neue soll jetzt auch in den USA und in China an den Markt gehen. Und ich bin sehr sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schönheit hier, und das ist sie für mich wirklich, erfolgreich ist, relativ hoch sein kann. Und jetzt bin ich ja kein direkt kranker Offroad-Anfänger, sondern ich habe schon in meinem Leben relativ viel gemacht. Wir haben uns euch auf unserem Kanal natürlich das Mercedes-G-Modell vorgestellt. Ich habe euch den Jeep Wrangler wirklich in allen Radständen, Generationen, Ausbaustufen vorgestellt. Es kommt jetzt auch bald der Bikini Wrangler, da freue ich mich drauf. Suzuki, Jimny und die ganzen SUVs haben wir teilweise auch schon durchs Gelände geprügelt. Der hat also ein bisschen Konkurrenz.
aber auch nicht so viel. Ich glaube, Mitsubishi baut den Pajero jetzt gar nicht mehr. Wir haben euch natürlich auch vorgestellt, den Amarok ist ein Pickup. Ich weiß schon, ja, so viel zu den Wettbewerbern. Da könnte man auch noch ein bisschen weitermachen. Aber jetzt sprechen wir hier über dieses Modell. Und die Fangemeinde hier ist ja vielleicht auch so ein bisschen altmodisch beim Defender, einfach weil es den so lange gab, weil er so bewährt ist, durch Namibia gefahren ist, durch Afrika gefahren ist. Viele kennen die auch aus der Serie Daktari, keine Ahnung, habe ich immer meiner Mama früher geguckt als Kind. Ja, war ein tolles Auto, ist ein tolles Auto, ehrlich gesagt, aber hilft ja nichts. Man muss natürlich auch Erfolgsmodelle in die Moderne bringen. Und das hat man jetzt hier gemacht bei Land Rover und hier steht es jetzt. Und wie gesagt, die Plattform hier drauf ist die D7X-Plattform. Das ist eine Plattform, die dann auch noch andere Modelle bekommen sollen. Schön ist, dieses Auto hat jetzt keinen CW-Wert von 0,68 mehr wie der Vorgänger, der ja sehr steil im Wind stand, sondern 0,38. Ja, und dann haben wir eben die D7X-Plattform, das ist eine Alu-Monocoque-Plattform mit einem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl. Die Fans werden sagen, kein Leiterrahmen mehr, was soll denn das? Aber ich sage, ja gut, der Leiterrahmen war halt vielleicht auch mit Schuld dran, dass man den Fußgängerschutz nicht mehr einhalten konnte. Der hat eine Geländeuntersetzung, der hat Sperrdifferenziale in der Mitte, hinten optional. Der hat weiter den glatten Unterboden, weiter seitliche Lufteinhänge. Ja, aber jetzt fangen wir mal vorne an, was ihn ausmacht. Und hier diese Defender-Letter hier in großen Lettern eben, das ist ein Versprechen. Schaut mal hier oben drauf einfach. Ja, diese Struktur hier, mega geil, sieht schon sehr robust aus. Hier unten der Lufteinlass für den Dieselmotor in dem Fall jetzt hier. Und dann ist es natürlich für den Gary McGovern eine Riesenaufgabe gewesen, dieses Auto in die Moderne zu bringen. Voll-LED-Scheinwerfer natürlich, rund, so wie man das von einem Land Rover erwartet. Range Rover wird auch 50 Jahre alt dieses Jahr übrigens. Ja, und dann haben wir das hier vorne relativ clean, wieder hier Lufteinlass. Dann haben wir ja hier unten einen angedeuteten und da dann einen wirklichen Unterfahrschutz hier unten. Ist natürlich wichtig für dieses Auto. Ja, und wenn man natürlich dann drum spricht, wie der jetzt gestaltet ist, dann sind Land Rover Fans natürlich mit Plastik hier unten, Plastik um die Rathäuser, Plastik im Schweller sehr gut bedient. Aber es geht jetzt hier im Profil natürlich darum, ist es noch ein typischer Landy, wie sieht das aus? Und da war der Gary McGovern wirklich sehr erfolgreich. Wir haben weiter eine steil stehende A-Säule hier oben. Wir haben eben einen sehr kastigen Look hier. Und ich sage euch was, als ich dieses Auto zum ersten Mal auf Bildern gesehen habe, fand ich es gar nicht schön. Wirklich nicht. Und dann war ich auf der IAA, habe es gesehen, habe gedacht, okay, jetzt gibt alles Sinn. Ich habe das Auto verstanden. Schaut mal, wie hoch das hier steht, ist auch interessant. Serienmäßig kommt zumindest der kleine Radstand dann mit einer Stahlfeder. Optional bekommt man die Luftfeder. Beim großen Radstand kommt die Luftfeder dann immer schon mit dazu. Wenn man über die Karosserievarianten spricht, gibt es den langen als 5, 6 und 7 Sitzer und den kleinen als 5 oder 6 Sitzer, aber dazu kommen wir dann später im Innenraum. Felgen ist wichtig, 19 bis 22 Zoll Felgen sind drauf, die 22 Zoll Felgen braucht man zum Beispiel beim P400 dann, um einfach schneller fahren zu können. Im Gelände finde ich immer die kleinen Felgen natürlich besser, wenn man ein bisschen sich besser durcharbeiten kann. Land Rover steht hier drauf. Hier oben haben wir ein charakteristisches Dachfenster. Wir haben hier eine Dachreling. Übrigens kann man auf diesem Auto schlafen. Statisch hält das Dach bis zu 300 Kilo aus. Ja, dynamisch sind es, glaube ich, irgendwie weniger. Hier steht Land Rover drauf und wir haben hier hinten auch noch so Satteltaschen bei dem Auto. Was ganz interessant ist, dieses Auto hat 170 Zubehörteile, die er bekommt. Die bekommt er auch in 4 Paketen aufgeteilt, aber diese 170 Zubehörteile, da ist alles drin, vom Dachzelt bis zu diesen Satteltaschen hier, von der Seilwinde, die bis zu 4 Tonnen zieht und alles. Unter anderem Kühlschrank, was man halt im Gelände braucht. Ich könnte euch jetzt viel erzählen, aber wir sind schon hier hinten. Jetzt haben wir das Reserverad ja wie bei Offroadern typisch oben angebracht, weil es einfach unten drin die Überhänge zerstören wird. Und eine Sache im Gelände ist natürlich noch ganz wichtig, da gehen wir nochmal zur Seite. Wir haben hier bei dieser neuen Architektur mega kurze Überhänge, hinten wie vorne. Und das führt dann halt
Ja, zu einer Bodenfreiheit von 291 mm, zu einer Watttiefe von 900 mm, einer Steigfähigkeit von 45 Grad, ja, einer maximalen Verschränkung von 500 Grad. Und die anderen Werte mache ich euch in die Beschreibung. Ich bin ja jetzt auch kein Autodidakt unbedingt, aber das ist fürs Gelände ja schon mal sehr gut. Die richtigen Offroad-Freaks werden wahrscheinlich die kürzere Variante fürs Gelände mehr lieben. Jetzt sind die Lichter leider ausgegangen. Wir haben hier hinten jetzt sehr schön diesen Defender in die Moderne gebracht mit diesen kleinen Leuchten hier, die außen und eben zum Rad. Da waren wir stehen geblieben. Das ist hier oben, damit die Bodenfreiheit bzw. Böschungs-Neigungs-Rampenwinkel da unten nicht angreift. Und jetzt gehen wir mal runter, schauen uns das hier an, wie der da unten gemacht ist. Einzelradaufhängung hat er jetzt ja. Hier rechts haben wir die Auspuffendrohre. Ja, und da hat sich ein bisschen was getan. Ne? Da oben ist die Rückfahrkamera, ist sehr schwer, dass die jetzt hier schmutzig wird. Vorne kann man übrigens mit einer Kamera unter die Motorhaube quasi schauen. Defender steht hier groß drauf, schöner schwarzer Rahmen. Ich finde, dieses Auto hat einen tollen Look. Und wenn man jetzt drüber spricht, über den Look, dann kann man sagen, ja, fürs Gelände natürlich perfekt. Aber ich habe diese Vermutung, dass die Leute dieses Auto vermutlich auch in der Stadt fahren und lieben werden wollen, weil die lieben ja auch SUVs. Viele haben ja den alten Defender schon in der Stadt gefahren. Ausstattungsvarianten sind S, SE, HSE, X und First Edition. Und die Pakete sind aufgeteilt in Urban, Explore, Adventure und Country. Ja, und jetzt sprechen wir so ein bisschen über den Kofferraum. Ich mache euch die Größen da hinten rein. Es regnet hier auch, wir haben nicht viel Platz. Wir haben ja aber hier eine sehr robuste Matte drin, was natürlich toll ist fürs Gelände. Die können wir auch öffnen, können wir hier das Wildschwein drunter packen. Schönes Luftfederung heißt, wir können die hoch und auch runterfahren. Runterfahren wird man zum Beladen. Wir können dieses Auto dann im Gelände auch noch hochfahren, damit wir noch mehr Bodenfreiheit haben. Wir können hier zum Beispiel auch was aufhängen. Dieses Auto ist sehr durchdacht, auf der anderen Seite auch. Da merkt man einfach, dass Land Rover jahrelang Erfahrung hat Offroad. Wir haben hier da noch eine kleine Steckdose. Ja, das ist schon relativ gut, was die hier machen. Ein kleiner Kritikpunkt ist nicht, dass wir hier nochmal dieses robuste Element haben, sondern dass die Tür hier, die innen, schaut mal, wie die schön ausgeformt ist, mit Defender drin, naja, für uns Deutschen wahrscheinlich in die falsche Richtung aufgehen. Wenn das Auto also am Straßenrand steht, wird die so rum aufgehen. Man müsste einmal ums Auto drumherum gehen. Aber für die Engländer ist es natürlich perfekt. Und es ist halt auch typisch Defender, dass sie so aufgeht. D240S steht hier. Ich habe euch also keinen Quatsch erzählt. Und lasst mir gerne in den Kommentaren da, wie euch dieses Auto gefällt. Gefällt euch die Farbe? Gefällt euch mein Job, den ich hier mache? Aber jetzt sprechen wir so ein bisschen dann über den Motor, bevor wir dann zum Innenraum kommen. Ich glaube, der interessiert euch bestimmt auch. Ja, erstmal, was haben wir für Motoren? Ich mache jetzt mal hier so geht's. Die Klappe auf und ihr seht schon, okay, der Jan hat uns nicht belogen, das Auto war im krassen Offroad-Einsatz, ist ja richtig schmutzig. Aber das zeigt auch, was dieses Auto im Gelände können soll. Was haben wir für Motoren? DEF 200, D240, P300, P400, alle Allrad. Nur der P400 hat eine Mild-Hybridisierung. Später im Jahr, wenn wir Glück haben, soll auch noch ein Plug-in-Hybrid folgen. Ja, und dann würde ich einfach sagen, hier Gesamtlänge vom Auto ist 5,2 Meter. In dem Fall hier erst 1,97 Meter hoch. Und er ist 2 Meter breit. Aber was ich jetzt natürlich mit euch machen will mit diesem Auto, ist ganz bestimmt und natürlich ein bisschen fahren auf der Straße. Erstmal Innenraum, dann fahren auf der Straße und da werden wir alles zu den Leistungsdaten besprechen. Jetzt mache ich hier wieder zu. Ihr kommt mal mit. Ich finde übrigens einen Dieselmotor für dieses Auto ideal, weil es ja jetzt doch kein Leichtgewicht ist. Der hat viel Drehmoment von unten raus, auch im Gelände gut. Ich würde einen Dieselmotor nehmen, aber warum, das sehen wir dann in der übernächsten Sequenz. Kommt mit. Aber bevor wir nach vorne springen, kleiner Michael Jordan Einwurf.
Wie viel Platz ist eigentlich auf der Rückbank bei diesem Modell, was ja sehr flexibel ist, mit langem, kurzen Radstand? Selbst vorne können wir noch zwischen Fahrer- und Beifahrersitz so einen Klappsitz bekommen, haben wir hier leider nicht drin. Den gibt es als 5, 6, 7 Sitzer, ist echt flexibel. Und jetzt steige ich ein und erstmal merkt man, oh, da muss ich aber ein Stück hoch. Ne? Hab hier aber zum Glück so ein Oh-Shit-Handle und jetzt schaut mal in die Tür hier rein. Da haben wir diese offenen Schrauben, viel Plastik hier oben. Ist es so, ja, wie nennt man das, wattiert, gummiert, sehr offroadig, sehr geil. Das ist sogar so geil, dass ich denke, das Ding hat das Zeug absolut hier ja eigentlich zum Lifestyle-SUV zu verkommen, was ich mir gar nicht unbedingt wünsche. Ja, dann haben wir hier diese typischen Defender-Fenster da oben und ich habe halt unglaublich viel Platz. Schaut euch das an. Nochmal aus Shit-Handle, hier kann ich rausschauen oder die Kinder, ach apropos Kinder, ne, die können hier ihre Hefte unterbekommen oder der Explorer quasi, der Offroad Pathfinder, seine Karten. Aber ehrlicherweise sind wir jetzt leider in der modernen, dann haben wir hier Steckdose, wir haben hier USB-Steckdose, Klimaanlagen hinten. Ja, und dann haben wir hier selbst auf beiden Seiten, was wo wir das iPad reinklemmen können, nochmal eine 5-Volt-USB-Buchse. Das heißt, hier hinten könnten 4 Kinder Spaß haben mit ihrem iPad, nerven da nicht. Hier ist er dann, der Cup-Holder. Ich klappe euch jetzt nochmal hier die Bank um, dass ihr das nochmal seht. Vielleicht von hinten, wie das aussieht. Sehr, sehr praktisch. Ja, und dann haben wir da oben natürlich ein Glasdach, heller Himmel, alles robust, Gummi da unten auf dem Boden. Gibt es bestimmt auch Fußmatten für, ne, mit den 170 Teilen. Nice. Ja, auch wenn es jetzt irgendwie schade ist, weil wir hier im Offroad-Gelände des Todes sind, was ein Traum für mich ist, kommen wir zum Innenraum. Jetzt müssen wir das statisch einfach kurz erklären. Hier hat sich eine Menge getan, ist ja unglaublich. Wir haben komplett neues Infotainment namens PV hier drin. Wir haben 2 UMTS-Karten hier drin. Das Auto kann mit der einen zum Beispiel das Bremssystem oder die Motorelektronik updaten, was es macht. Ist always on mit 2 Batterien. Mit der anderen kannst du das Infotainment updaten hier drin. Wir haben hier den langen Radstand, haben 5, 6 oder 7 Sitze. Der kürze hat 5 oder 6 Sitze. Hier vorne gibt es typisch Defender beim langen auch noch so ein Jumpseat, wenn wir den wollen. Hier haben wir jetzt die andere Variante. Ich mache hier mal das Mikrofon nach hinten. Das braucht man nämlich jetzt nicht. Ja, und jetzt spreche ich einfach mal über den Innenraum. Und der Defender, der ist toll. Ich liebe auch den Wrangler. Der hat eine sehr aufrecht stehende Armatur hier vorne drin mit Oh-Shit-Handle. Wir haben hier ja so ein wattiertes Element. Sehr robust. Defender steht drin. Hier ist eine Ablagefläche. Magnesium, offene Elemente. Schaut einfach mal in die Tür oder in meine rein. Wir haben hier diese offenen Schrauben drin. Haben hier Oh-Shit-Handle. Können uns hier halten. Im Gelände halt sehr wichtig. Können uns hier an den Seiten halten. Rechts und links haben viele Ablageflächen. Ich glaube, mit denen fange ich einfach mal an. Hier in der Tür oben, unten, hier oben, hier unten haben wir eine Ablagefläche. Die ganze Mittelkonsole besteht eigentlich aus einer Ablagefläche. Hier ein Cupholder, das ist halt wichtig, auch für die Amis, wo es dieses Auto dann künftig geben wird. Hier haben wir noch so ein Fach drin, dann da unten. Und wenn man mal im Gelände unterwegs war, dann genießt man halt jedes einzelne Fach. Hier haben wir noch ein Kühlfach drin, können wir dann anmachen und können unsere Cola im Gelände kühlen. Ist auch sehr praktisch, wenn man durch die Wüste fährt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, hier oben bekommen wir die Brille rein. Wir haben hier ein tolles Glasdach drin. Das können wir hier auch auffahren, wenn wir wollen. Können die Jalousie dann da hinten zufahren. Richtig praktisch, wenn wir in der Wüste sind, haben wir hier ein kleines Cabrio-Feeling. Hier kommt die Jalousie. Und ansonsten ist es hier drin halt sehr schön robust verarbeitet. Genauso, wie man sich das für einen Offroader wünscht. Ich würde eigentlich sagen, so eine Mischung aus G-Modell und Jeep Wrangler in robust. Ne? Plastikflächen, alles abwaschbar. Wir haben die Fußmatten davon, die sind ziemlich schmutzig, aber auch aus Gummi. Hier sind gar keine Fußmatten drin, sehe ich gerade. Das ist einfach nur Gummi, also sehr praktisch. Ja, und jetzt haben wir hier ein großes Lenkrad, steht Defender drauf. Ich muss das Auto halt von Grund auf erklären, weil es ganz neu ist mit der neuen Plattform hier drin. Ja, das hat hier diese Elemente in Plastik, ist groß, fühlt sich gut an, perfekt fürs Offroad-Fahren. Der Arm findet außen gut Platz. Wir haben den neuen Quickshifter hier verbaut. Die ganze Armatur sieht eben neu aus.
Ja, und dann haben wir links die Steuerung für das Telefon, die Sprachsteuerung und rechts für die Assistenten. Und jetzt mache ich das hier mal. Was können wir machen? Erstmal können wir das Layout von dem Display da vorne verändern. Wenn wir dann da draufklicken, Layout, so ist es, muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, wie an jedes System. Können wir ein Rundinstrument dann noch machen, die Karte im Vollbild, nur die Medien oder uns die Fahrassistenten da vorne drauf anzeigen lassen. Ich mag allerdings zwei Rundinstrumente am liebsten. Wir können uns dann hier den Bordcomputer oben bestätigen lassen, zum Beispiel die Musik anzeigen lassen, Info einfach. Ja, und das ist ganz gut. Links die Geschwindigkeit, ansonsten rechts die Drehzahl, so wie es eingestellt ist. Head-Up-Display braucht man hier drin natürlich nicht. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier das Element neben dem Quickshifter, Start-Stop-Knopf hier, was wichtig ist. Aber erstmal, was mich überrascht hat, wir haben hier vorne einen USB-Stecker. Wir haben da unten USB-C, USB-Stecker und wir haben hier nochmal eine Steckdose. Das heißt, 1, 2, 3, 4 Geräte können wir hier anschließen. Eigentlich perfekt, eine Dashcam da vorne dran, Handy hier dran, Satelliten-Navi-Gerät da dran. Sehr praktisch. Ja, und hier haben wir dann für die Klima die Steuerung rechts und links. Wenn wir drauf drücken, können wir dann die Sitzheizung steuern praktisch. Umluft, Klima eben hier. Wir können, das Auto hat ja eine Luftfederung, links hochfahren. Unten runterfahren, die Assistenten aus, Bergabfahrhilfe geht hier oben an. Der wichtigste Knopf fürs Gelände ist allerdings der. Was haben wir hier? Wir haben Eco-Fahrmodus, wir haben Komfortfahrmodus, Gras, Schotter, Schnee, Schlamm, Sand, Felsen, Watt und frei konfigurierbar. Sehr schön, ihr seht jetzt auch, wie das Auto hochfährt. Habe ich euch das hier oben für die Brille gezeigt? Ja, habe ich. Und jetzt haben wir hier dieses PV-System, davor will ich mich nicht drücken, das ist neu, auch für mich. Und ich werde es euch jetzt einfach mal zeigen. Schönes, wenn man jetzt hier drauf drückt, hat man quasi ein Homescreen. Und diese Elemente hier können wir frei konfigurieren. Heißt, wir können jetzt zum Beispiel den Kompass nehmen, anwählen und hier oben reinziehen, zurück, und hätten den dann unten wieder im Homescreen drin, was sehr praktisch ist. Hier ist er jetzt gelandet und haben jetzt hier die Navigation zum Beispiel. Hier ist sie. Das System kommt mit 50% weniger Schritten aus und ich finde, es ist immer ja kein großes Ding, eben so ein System so zu machen, dass es einfach nur viel kann, sondern ich finde, es muss so sein, dass es auch während der Fahrt und vor allem während der Offroad-Fahrt bedienbar ist, was wichtig ist. Und jetzt zeige ich euch mal die einzelnen Dinge. Wir haben hier natürlich auch verschiedene Nutzerkonten, Profile, die wir anlegen können. Das braucht man heutzutage wohl. Hier haben wir alles zu den Sitzen. Interessant, hier geht es immer wieder zurück. Hier ist alles zur Klima. Ist ein neues System, kommt jetzt in allen Land Rover und Range Rover Modellen wahrscheinlich. Also sehr wichtig, euch das zu zeigen, denke ich. Ein Anhängerassistent haben wir, den müssen wir erst konfigurieren. Hier geht es wieder zurück. Kameras, mega wichtiges Thema. Für die Straße hier, schaut euch das mal an, können wir da reinzoomen, rauszoomen. Mega geil, auch fürs Gelände übrigens. Das ist ja ultra krass, ich hoffe, ihr seht das. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Und dieses Auto, täuschend echt hier, die Umgebung. Mit der Treppe da hinten. Gelände hier ganz wichtig. Haben wir die Anzeige über die Dämpfer hier. Das Mitteldifferenzial ist gerade gesperrt. Und hier haben wir die Ansicht, wo wir quasi unter die Motorhaube gucken können vorne. Sehr wichtig, weil fahren wir hoch, schauen wir da runter. Ja, und das hat man normalerweise nicht. Hier die Ansicht fürs Gespann. Sehr, sehr geiles Kamerasystem Land Rover. Wirklich toll gemacht. Valet-Mode sparen wir uns. Eco-Daten hier drin, Energieverbrauch, Eco-Tipps-Protokoll haben wir hier. Ja, und dann geht es hier zurück. Die 4x4 Modi. Erstmal sehen wir eben hier, wie hoch wir sind, die Böschungs-, Neigungswinkel. Wir haben das Weight Sensing. Das sehen wir dann, wie sind wir im Wasser. Maximal 0,9 Meter, also 900 mm, habe ich euch gesagt. Sieht man dann bei den Wasserdurchfahrten, wie es ist. Ja, die Info haben wir hier, was die verschiedenen Modi wollen und können. Und hier können wir sie frei konfigurieren. Das ist schon mega geil fürs Gelände. Wir werden ja hoffentlich noch ein bisschen durchs Gelände fahren. Da werde ich es euch zeigen. Berganfahrhilfe haben wir hier. Fahrzeugabmessung, auch sehr interessant. Wenn ihr euch nicht sicher seid für die Straße, fürs Gelände, haben wir dann hier, schaut mal, die ganzen Böschungs- und Neigungswinkel. Hätte ich auch gar nicht auswendig lernen müssen. Sondern hier sind sie dann, je nach Höhe, Zugangshöhe, Standhöhe, Geländehöhe. Sehr praktisch.
kann man sagen. Die Land Rover Jungs wissen einfach, was man im Gelände braucht. Apple CarPlay, Android Auto, over the air eben updatebar, online. Wir haben dieses System jetzt hier, was uns zum Beispiel das Wetter anzeigen lassen kann. Ich bin sehr überzeugt, schaut es euch an, von diesem System. Wir können auch alles, was ich euch hier angezeigt habe, dann eben wieder in den Home-Bildschirm ziehen, wie ich es euch gezeigt habe. Tolles System. Es war wichtig, glaube ich, das zu zeigen mit zwei SIM-Karten hier direkt auch zur Kamera, weil es eben in alle neue Modelle kommt. Ich will mich gar nicht wiederholen. Eine Sprachsteuerung haben wir auch drin, eine Lenkradheizung, Abstandsregel, Tempomat, Spurhalteassistent, der ganze moderne Schnickschnack, den man auf der Straße braucht. Und das wollen wir jetzt als nächstes machen. Genau, wir fahren auf die Straße. Komm. Ja, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, dem Fahren. Vor allem mit dem Defender wird es sehr spannend, wie er sich auf der Straße fährt. Hier ist der Schlüssel. Wir machen das Auto jetzt hier im Start-Stopp-Knopf an. Und jetzt sehen wir hier, oh, Geländeuntersetzung ist drin. Wir müssen also in den neutralen Gang, schalten hier drauf und sehen dann hier vorne Straßenuntersetzung gewählt. Jetzt hier fürs Gelände war das natürlich richtig. Wir können dieses Auto hier hoch, runter fahren. Da vorne ist die Bergabfahrhilfe. Jetzt fahren wir es mal noch ganz hoch und hier haben wir jetzt so eine Schotterpiste und solange wir noch auf der sind, kann ich euch eine ganz lustige Geschichte hier raus aus dem Experience Center erzählen. Ich habe einen Kumpel, der David, der fährt schon ewig einen Tiguan und wollte mal so ein bisschen was Peppigeres, was Moderneres. Dann habe ich gesagt, hey, der neue Defender, vielleicht mit kurzem Radstand wäre doch was für dich. Und dann war er bei einem Land Rover Händler und der hat ihm gesagt, also David, in der Stadt, dieses Auto, das ist was für Offroad-Freaks, das kann man im Alltag nicht fahren und das ist doch nichts für dich, das ist zu hoch, zu unbequem. Ja, und diesen Land Rover Händler, den spreche ich jetzt persönlich an, du hast nichts, aber wirklich auch gar nichts verstanden. Warum ist es so? Ja, wir haben hier jetzt eine Einzelradaufhängung. Wir haben die neue Plattform hier drin. Das Auto wiegt 2,3 Tonnen, okay. Ist hier über 5 Meter lang, aber wenn man den jetzt hier auf der Straße fährt, dann merkt man, Alter, das ist ja sowas von PKW-ähnlich, das ist krass. Das ist nicht mehr so wie beim alten Defender, dass man hier so drin sitzt, alles wackelt, alles vibriert und alles ist irgendwie böse. Nein, das ist anders. Und jetzt haben wir da vorne eine Ampel. Und jetzt kann ich euch eine interessante Sache zeigen. Normalerweise müsste man jetzt hier anhalten, aber jetzt sind wir mal frech, fahren auf den Bordsteig hier hoch und das kann man dann halt auch in der Stadt machen. Haben hier die Rückfahrkamera, die ein tolles Bild macht. Da hinten fahren wir dann noch leicht nochmal ins Gelände und das könnte man dann natürlich auch in der Stadt machen und hätte dann für die Stadt ein, ja, ich will mal sagen, flexibleres Auto, was cool ist. Jetzt sind wir hier im Verkehr drin. Ihr seht, mit der Kamera kann man das Auto auch, ja, schön beherrschen. Jetzt kommt nochmal ein Auto und jetzt fahren wir auch da drüben einfach nochmal auf den Bordstein drauf, so. Für die Mama, die Kinder zur Schule fährt, ideal und da kann noch nicht viel passieren. Jetzt kann man das natürlich kritisch sehen, sagen, ja, so große Autos, SUVs will man nicht in der Stadt, aber die Leute wollen es halt trotzdem. Wir haben hier den S-Gang drin, Rückfahrkamera habt ihr gesehen, die ist unumdingbar, die ist aber auch richtig gut. Und jetzt geht es natürlich darum, wie ich sage, dass ich dieses Auto fährt, das ist ja mein Job. Und es fährt sich sehr SUV-esk, würde ich sagen, nicht Kafka-esk, sondern SUV-esk. Es fährt sich wie ein PKW und das ist krass, wenn man bedenkt, hier machen wir jetzt die Gelände und das raus, man die Straßenuntersetzung rein und auf einmal fährt sich das eben nicht wie der Wrangler irgendwie hier wie auf Eiern oder so. Tut er leider ein bisschen auf der Straße, aber es macht auch Fun, sondern es fährt sich schon wirklich eher wie das Mercedes G-Modell und vielleicht sogar noch ein bisschen moderner auf der Straße. Die Lenkung ist gut, natürlich ist die ein bisschen indirekter. Wir müssen natürlich auch, um zu lenken, ein bisschen mehr lenken. Das kennen wir vom Wrangler als bei anderen Modellen. Aber auf der Straße ist es toll und die Leute profitieren genau von dem sie halt auch bei SUVs profitieren. Man sitzt hoch, ne? Man hat viel Auto um sich rum, hat ein hohes Gefühl von Sicherheit hier drin. Wir haben Abstandsregel, Tempomat hier, wir haben Spurhalteassistent, eine Lenkradheizung. Ja, und damit ist es halt ein richtiger PKW. Und was ich dem David eigentlich nur sagen wollte, ist, und dem Händler widersprechen, dieses Auto lässt sich sehr wohl im Alltag fahren, lässt sich sehr wohl als normaler PKW fahren, vor allem dann mit dem kurzen Radstand vielleicht, oder wenn man Kinder hat, hier hinten kriegt man richtig viel rein. Und es ist nicht einfach wie der alte ein reines Geländemonster. Was allerdings krass ist, sind die Fahrleistungen. Und daran seht ihr vielleicht auch so ein bisschen, ja, dass ich recht habe hier drin. Warum ist das so? Naja, das Auto wiegt zwar, und jetzt machen wir unseren Trick nochmal hier. Schaut euch das mal an, wie geil das ist. Wir können einfach die Bordsteine hoch und runter fahren. Man ist also in der Straße sehr flexibel, muss ein bisschen mehr kurbeln, okay.
Ja, dieses Auto wiegt 2,3 Tonnen hier mit dem D240 Motor mit seinen 240 Diesel PS, hat 430 Newtonmeter und über die 8-Gang-Automatik von ZF mit dem permanenten Allradantrieb beschleunigt er 9,1 Sekunden auf 100. Was gut ist, wird 188 km/h schnell. Was spricht jetzt für den Diesel? Im Gelände natürlich auch das Drehmoment von unten raus, aber jetzt drücke ich mal durch, schaut mal. Auf der Straße natürlich auch, weil damit geht der richtig gut nach vorne. Da brauche ich kein P300, kein P400 mit Mildhybridisierung, sondern da reicht mir wirklich der Diesel. Was heißt reicht mir? Das ist ein toller Motor hier drin, der wird vielleicht ein bisschen lauter, als man das gewohnt ist. Aber das ist wirklich großer Spaß hier drin. Das Lenkrad ist sehr groß, der Quickshifter hier ist gut, kann man dann irgendwie manuell auch eingreifen hier drin. Ja, dann haben wir natürlich hier auch weiter die Fahrmodi, können wir auch auf Eco schalten. Dann ist der Normverbrauch eben von 7,6 bis 7,7 Liter hier drin auch echt vermutlich erfahrbar. Wir fahren das Auto zu kurz, um da jetzt genau was drüber zu sagen. Aber ich bin wirklich überrascht, was dieses Auto auf der Straße kann. Nicht absolut, sondern relativ betrachtet, weil in unserem nächsten Punkt, wo wir jetzt hier reinfahren ins Experience Center, werdet ihr sehen, dass dieses Auto ja eben eine richtige Bergziege sein kann, wenn es denn will. Und wie bergziegig die Ziege sein wird, das seht ihr jetzt. So, los geht's ins Gelände. Wir haben jetzt das Terrain Response auf Grasschotter Schnee gemacht, haben die kurze Geländeuntersetzung reingemacht. Und jetzt geht's auch los. Ich habe alles richtig gemacht. Der Mar fährt vor. Mit dem war ich tatsächlich schon in Peru bei der Experience Tour. War tatsächlich schon mit ihm in, wo war denn die letzte Tour? Ja, wir waren bei der letzten Land Rover Experience Tour zusammen und jetzt fahren wir hier die Steigung hoch und ihr seht schon, dieses Auto beißt sich nach oben ohne Problem. Und wenn wir jetzt im Gelände hier die Kamera nehmen, sehen wir da vorne durch die Motorhaube durch. Der beißt sich schön hier hoch, überhaupt kein Problem. Fahren wir jetzt erstmal in das trockene Flussbett hinein? Wir fahren ins Flussbett, sagt der Marv. Ich vertraue dem Wind. Die Fender wären hier richtig durchgeschüttelt worden. Aber jetzt mit der Luftfederung und dem auch viel besseren Wendekreis wirst du sehen, dass man hier relativ leicht durchkommt. Ja, wie gesagt, er meint, im alten Defender wären wir hier wahrscheinlich gestorben, weil wir durchgeschüttelt worden wären ohne Ende. Wir hätten auch einen viel schlechteren Wendekreis hier. Wir waren natürlich im Casa Nationalpark bei der Discovery. Kannst du auch gerne mal zwischen verschiedenen Kameramodi hin und her schalten, dass du dann jetzt mit die Gruppe fahren schon viel, viel besser Einblick in die Strecke hast, weil du aus der Fensterscheibe jetzt ja nichts mehr siehst, wenn wir gleich berghoch fahren. Ja, und er meint, ich kann hier in den Kameras hin und her spielen, dass wir das sehen. Straße, Gelände ist hier richtig. Ja, der Marv ist auch ein Fernsehstar. Der kam auf D-Max mit der Discovery Tour als leitender Expeditionsleiter. Das heißt, er weiß, was er macht. Wir können ihm hier auch vertrauen. Ich mache das auch nicht zum ersten Mal. Und jetzt schaut mal hier, wie sich dieses Auto hier durcharbeitet. Steigung, Hügel, kein Problem. Ja, den Golf hätten wir hier schon lange geschrottet. Und das Auto profitiert natürlich hier von dem kurzen Untersetzungsgetriebe, profitiert von dem guten Radstand. Und da vorne seht ihr dann auch schön, ja, dass wir hier durch Matsch fahren. Und mit den 19 Zöllern hier drauf arbeitet er sich hier ohne Probleme durch. Überhaupt kein Thema hier. Und jetzt schaut mal, wie steil es da hochgeht. Ist ja krass. Und ist auch ein bisschen matschig. Und kein Problem, überhaupt kein Problem hier am Berg. Völlig heftig, Allradantrieb permanent natürlich hier drin, sorgt dafür, dass sich das 2,3 Tonnen Koloss hocharbeitet ohne Ende. Man merkt auch deutlich, dass die Karosserie die steifste ist. Wir haben jetzt gleich unsere erste Abfahrt. Wichtig, das Fahrzeug immer gerade zur Falllinie hinstellen, also senkrecht hoch, senkrecht runter. Okay. Hier hat jetzt 75% Gefälle. Einmal kontrollieren, ob deine Descent-Control, Bergabhilfe oder auch ATPC eingeschaltet ist, was dein Fahrzeug schon alleine runterbremst auf die eingestellte Zielgeschwindigkeit. Ihr habt es gehört, wir haben jetzt die Bergabfahrhilfe drin, die gibt's. Und jetzt schauen wir mal, 75% Steigung ist heftig. Wir sehen auch nichts. Hier sehen wir dann durch die Motorhaube durch, was Gold wert ist im Gelände. Ich gehe mit den Füßen weg hier von der Bremse und das Auto arbeitet sich runter. Und wir merken, die Karosserie, da ruckelt nichts, da wackelt nichts.
die arbeitet einfach dadurch, ist steif ohne Ende, dreimal so steif wie bisher, soweit ich weiß, zehnmal so steif wie bei anderen SUVs. Schaut euch dieses Auto an von unten da. Nix ruckelt hier drin. Perfekt verarbeitet, perfekte Steifigkeit hier drin mit diesem, ja, mit diesem Monostruktur hier. Wahnsinn. Und jetzt haben wir hier eine Wasserdurchfahrt. Der Marv fährt schon mal rein und ich mache jetzt das Weight Sensing an und ich habe verstanden, kann euch das jetzt direkt mal zeigen. Ja, und da seht ihr jetzt das Weight Sensing. Jetzt fahren wir hier natürlich im Gang ins Wasser rein und dann seht ihr schön, wie hoch das Wasser jetzt steht hier. 4x4 Info kann ich euch dann auch noch reinmachen. Ist ganz interessant. Schlammdurchfahrt, da vorne wartet der Marv schon wieder natürlich. Ja, und jetzt fahren wir mal die anderen Strecken. Schaut mal einfach, wie dieses Auto arbeitet am Auto vorne. Seht das natürlich am besten. Schaut euch hier dieses Gelände einfach an, was heftig ist. Ja, und es ist natürlich nicht so krass, wie wenn man das in der freien Wildbahn macht, wie bei der Experience Tour. Das können diese Autos auch. Ich freue mich auch schon tierisch drauf, mit diesem Auto mal in der richtigen Wildnis zu fahren, weil hier sind die das schon natürlich ewig gefahren. Macht mega viel Spaß, auch für Events oder so. Könnt ihr das natürlich gerne mal machen. Schaut euch den Wendekreis an hier. Ist mega. Ich fahre nochmal zurück. Habt ihr die Rückfahrkamera hier. Ja, für Events könnt ihr das echt gerne mal machen. Da habt ihr richtig viel Spaß mit. Und was dieses Auto kann, ist krass. Der hat so eine 60% Gefälle. Und ein spitzer Steine drin, sodass halt die Reifen viel weniger Kontakt zum Untergrund haben. Ihr habt es gehört, rutschige Abfahrt. Schaut einfach mal nach da unten. Ist heftig hier. Der Marv fährt vor. Ich muss ein bisschen Abstand halten, dass ich nicht auf ihn drauf war. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert oder wie oder was, aber ich glaube halt, es ist bei diesem Auto, und jetzt bremse ich mal mit der normalen Fußbremse, sehr wichtig, dass man zeigt, was es im Gelände kann. Bei sowas muss man aufpassen, dass man wirklich plan runterfährt, weil sonst kommt ganz schnell dann auch dieses Heck bei so einem Auto, wenn man so runterfährt, und da muss man ein paar Dinge beachten. Sollte aus meiner Sicht das nicht einfach in einem Anfängerniveau einfach mal so ausprobieren, sondern gern auch mal wirklich dann üben, vor allem hier hinkommen. Und ja, lasst mir gern eure Meinung da, was ihr dazu denkt, was der Defender im Gelände kann. 100% Gefälle werden wir auf 1 Meter, wenn wir nach vorne fahren, 1 Meter nach unten, also einen 45 Grad Winkel. Hier haben wir jetzt 110%, also etwas steiler als 45 Grad. Ja, der Marv hat gesagt, ich weiß nicht, ob er ihn hört, aber wir fahren hier ein Gefälle. Ja, richtig, dass wir gerade zur Volllinie fahren, kontrollieren, ob die Systeme eingeschaltet sind, die wir haben wollen, und dann geht's gerade auf. Und jetzt arbeitet er sich hier runter, rutscht natürlich leicht, aber ist für den Defender überhaupt kein Problem hier, dieses Gefälle. Wir gehen rechts auf den Doppelflügel, auf die Doppelkuppe, auch da ganz vorteilhaft, wenn du die verschiedenen Kameraperspektiven mal einschaltest, dass man einfach sehen kann, wo die Steine wirklich liegen. Aus dem Fenster sehe ich jetzt nichts mehr. Und man muss gleich einmal ein bisschen nach rechts korrigieren, wenn man auf dem ersten Hügel oben angekommen ist. Und jetzt seht ihr was, was beeindruckend ist. Was der Marvin euch sagen wollte, ist: Wir sind jetzt oben und normalerweise seht ihr, wir sehen nichts mehr, also wirklich nichts mehr von der Straße. Und jetzt sehen wir halt durch die Motorhaube durch, was wir sonst nicht sehen. Und im Gelände wäre das jetzt Gold wert, weil im Zweifel müsste man sonst aussteigen, aus dem Fenster schauen. Und hier haben wir halt eben die Möglichkeit, dass wir das einfach jetzt hier durch die Haube machen. Weltklasse, kann Leben retten im Gelände sogar auch, oder zumindest die Flanken vom Auto. Übrigens auch sehr wichtig ist, dass wir hier so eine Folie drauf bekommen, die sehr, sehr wichtig sein könnte einfach, weil, naja, die Folie rettet natürlich auch vor Ästen oder so. Aber was jetzt passiert, ist was Tolles, nämlich das ist eine steile Querfahrt und da sieht man mal die Schräglage von 32 Grad ist hier. Und der Discovery kann das, aber jetzt gucken wir einfach mal, ob das... So, dann bei der Schrägfahrt wäre die rechten Reifen im waagerechten Teil. Wir wollen es ein bisschen langsam laufen lassen, die Kippmomente vermeiden. Jetzt theoretisch über die Luftfederung auf das Fahrzeug absenken, um den Schwerpunkt für uns positiv zu verändern, weil wir die Bodenfreiheit gar nicht brauchen. Jetzt könnt ihr hier über die Luftfederung quasi
das Auto niedriger stellen, was Interessantes, und schaut mal, wie der sich hier durcharbeitet. Der Marv hat es gesagt, hier brauchen wir die Bodenfreiheit gar nicht, sonst im Gelände brauchen wir die, fahren es wieder hoch. Und ich sage euch was, jeder, der da draußen jetzt sagt, der alte Defender war aber besser, die ganzen technischen Helferlein, stimmt, können im Gelände kaputt gehen, aber sind natürlich so gut, dass es dieses Auto wirklich deutlich besser macht. Dann fahren wir als nächstes Richtung Wasserloch, durch die Wasserdurchfahrt. Ja, und jetzt kommt natürlich noch was. Das schön über die Weight-Sensoren, können die Außenspiegel messen, die Distanz von der Wasseroberfläche bis zum Spiegel, dass man abschätzen kann, ob man mit einer Wartiefe von 900 mm hier hinkommt oder nicht. Beim Reinfahren, und wenn man einmal drin ist, kann man drin noch ein bisschen schneller fahren. Der Marv hat es gesagt, hier ist das Weight Sensing. Er fährt relativ schnell hier durch, sagt langsam reinfahren. Und jetzt zeige ich euch das Weight Sensing, sehr praktisch. Und jetzt hat er gesagt, wenn wir jetzt mal drin sind, können wir auch ein bisschen schneller reinfahren. Der macht das natürlich jeden Tag, hat er leicht gesagt. Aber jetzt schaut mal, wie sich dieses Auto hier durchs Wasser durcharbeitet. Ist ja mega geil. Zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen genossen, was wir hier zusammen gemacht haben. Ja, das kann er im Gelände. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum Fazit, und jetzt sitze ich alter Naturbursche hier natürlich am Tümpel vor meinem Defender und komme so ein bisschen ins Träumen. Ich sage euch was, ich hätte den gern direkt einmal zum Mitnehmen. Und mein Job als Autojournalist ist natürlich jetzt nicht, den Händlern irgendwelche Modelle aus den Rippen zu leihen oder Geschenke zu wollen oder zu viel zu träumen. Mein Job ist, euch zu erzählen, was dieses Auto hier, was da hinten übrigens gerade ja eine ziemlich hohe Steigung runterfährt, jetzt kann. Und erstmal ist es innen sehr modern, voll im Zeichen der Zeit, steht auf einer neuen Plattform, hat mit dieser PV-Plattform auch eine neue Infotainment-Plattform, fährt sensationell gut auf der Straße, muss man ehrlich sagen. Also da streckt sich ein Wrangler ein bisschen, ein G-Modell geht in eine ähnliche Richtung. Das ist genau das, was man wollte, ein modernes Auto zu bauen. Und gleichzeitig, und das ist das eigentlich Überraschende, kann der hier mehr im Gelände, hat einen besseren Wendekreis als der Vorgänger, würde ich sagen. Und wenn man mit den Jungs hier von dem Experience Center spricht, dann sagen die das auch, der kann mehr. Der ist vor allem auch im Gelände ein bisschen leichter zu fahren, mit mehr Technik, dass man vorne durchschauen kann, dass man ja eben auch Kameras nach unten hat, eine Bergabfahrhilfe und all den modernen Schnickschnack, der einem das Leben auf der Straße leicht macht, aber auch im Gelände. Die Optik finde ich sensationell gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zum City Lifestyle SUV verkommt, weiß aber, dass dieses Auto durchaus auch in Namibia und Südafrika seine Einsatzberechtigung behalten wird, und damit ist der Defender weiter das, was er immer war, nämlich vermutlich aktuell das anspruchsvollste Offroad-Auto mit dem Wrangler, meiner Meinung nach. Mit dem G-Modell, das so teuer will ja eh keiner ins Gelände. Und jetzt kommen wir zu den Preisen. Und den 90er, also mit 90 Zoll kurzem Radstand, gibt es ja noch nicht, den soll es gegen Herbst geben, hofft man. Der wird bei 49.700 Euro beginnen mit dem D200, also dem 200 PS Dieselmotor. Und ja, die 110er Variante, die beginnt bei 55.600 Euro mit dem Motor. So wie er hier steht, als D240 mit langem Radstand, beginnt bei 59.800 Euro. Ja, aber dann haben wir natürlich noch allerhand Schnickschnack da drin. Ne? Wir können den matt folieren, wir können Dachzelt drauf machen, wir können die Taschen außen dran machen und was weiß ich, was ihr für Optionen da habt. Also diesen Land Rover Konfigurator durchzuspielen, kann ähnlich lang dauern wie meine Videos zu schauen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ihr reißt mich nicht auseinander, weil das jetzt zu wenig Offroad-Fähigkeit war oder ich euch zu wenig Offroad-Expertise habe. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich weiß, dass ihr da draußen anspruchsvolle Zuschauer seid. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Wir sind sehr modern, abonniert das gerne. Da habt ihr viele Offroader, aber auch ganz normale Autos. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und gehe jetzt nicht baden. Nein, ich bin nicht baden.